Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Ich grüße Sie an diesem Ostermorgen des Jahres 2021. Heute beginnt der Osterfestkreis im Kirchenjahr. Und wie jedes Jahr erschallt dazu der dreifache Halleluja-Ruf. Heute hier für Sie von mir, Ihrer Gemeindepädagogin Simone Pohling von den Kirchgemeinden Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz. Sprechen Sie ihn doch einfach mit. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Ich entführe Sie heute mit einer Jugendandacht von Ulrich Parzani zur Grabeskirche nach Jerusalem. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den kleinen Gedankenausflug. Nur kein Tourist sein, sagte ich mir immer wieder. Für ein Jahr war ich nach Jerusalem gekommen. Ich musste schließlich nicht alle sogenannten heiligen Stätten in 2 Tagen oder einer Woche machen. Außerdem stank mir der Touristenrummel und die Geschäftemacherei. Ich wohnte zeitweise nur 50 Meter von der Grabeskirche entfernt. Drinnen wird das Grab Jesu gezeigt, als Kapelle überbaut. Ich musste geduldig wie alle anderen Schlange stehen. 10 Leute wollten vor mir rein. Dann war ich dran. Ich bückte mich und ging durch den Eingang. Rechts die Bank, auf der der Tote gelegen haben soll. Kerzen erleuchten den kleinen Raum. An der Wand lese ich in Latein: Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Diese Worte haben die beiden Boten Gottes den Frauen, die die Leiche des Jesus behandeln wollten, am Ostermorgen gesagt. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Ich war froh. Also nichts wie raus hier. Weil ich aus lauter Freude über die Auferstehung zu früh den aufrechten Gang praktizierte, knallte ich mit dem Hinterkopf gegen die marmorverkleidete Oberkante des niedrigen Eingangs. Aber auch der stechende Schmerz und der anschließende Brummschädel konnten meine Freude nicht wesentlich beeinträchtigen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Hatten die beiden Engel die Frauen vorwurfsvoll gefragt. Wie kann man nur? Natürlich, weil 1,5 Tage vorher ein paar Männer Jesus tot zu den Toten gelegt hatten. Und Tote laufen in der Regel nicht weg. Als ich in das gleißende Licht draußen vor der Grabeskirche trat, schmerzten mir die Augen, die sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Ja, so ist es. Wir gewöhnen uns an das Dunkel des Todes und dann stoßen wir uns den Kopf am Ausgang ins Leben. Und das Licht tut unseren Augen weh. Ist verrückt. Ich höre Leute sagen, es käme gar nicht darauf an, ob das Grab von Jesus leer gewesen sei oder nicht. Wir glaubten eben, die Sache des Jesus ginge weiter. Religiöses Gesums und frommes Gequassel. Wenn Jesus nicht vom Tode auferweckt wurde, dann ist das ganze Christentum inhaltloses Gerede und wir sind arme Hunde. So drastisch steht es in der Bibel. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Verkündigung vergeblich. Dann ist auch euer Glaube vergeblich. Dann sind auch die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen.
So steht es im ersten Korintherbrief des Paulus. Der Paulus ist knallhart. Er macht nicht auf die religiöse Softie-Tour. Naja, wenn es eine Illusion ist, Hauptsache es tröstet. Nein, durch religiösen Betrug dumm gemacht, das ist das Schlimmste. Und Paulus schreibt weiter. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind. Er ist als Erster von den Toten auferweckt. Der Durchbruch ist geschafft, tatsächlich. Keiner kann das ungeschehen machen. Deshalb können wir uns an ihn klammern. Wir können uns bei ihm festhalten. Jesus lässt uns nicht mehr los. Er bringt uns durch die Krisen unseres Lebens. Er bringt uns auch durch das Sterben und durch den Tod. Die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus ist bombensicher. Versteht, deshalb feiern wir Ostern, den Triumph über den Tod. Wer das kapiert und erfahren hat, soll mitfeiern und sagt es anderen weiter. Jesus allein verdient, dass wir ihm unser Leben anvertrauen und ihm folgen, weil er den Tod besiegt hat. Halleluja! Der Herr ist auferstanden! Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!